Kampmeyers Kinderkanal. Es ist schon eine ganze Weile her, da hatte das Warzenschwein einen alten Termitenhügel entdeckt. Und dieser Hügel war unbewohnt. Und so wie es aussah, hatte ein Erdferkel hier schon ganze Arbeit geleistet und den Bau fachgerecht entrümpelt. Warzenschwein freute sich und begann, sein neues Zuhause gemütlich und wohnlich zu gestalten. Er stockte es ein wenig auf, hier und da besserte er ein wenig aus und dann erneuerte er und schuf sich einen großen, einladend aussehenden Eingang. Ah, was war er stolz auf sein neues Zuhause. Sicher war es das schönste und geräumigste Haus der ganzen Gegend. Und einmal, da stand er vor seinem Eingang und hielt die Schnauze in die Luft, als Giraffe, Gnu und Zebra vorbeikamen, um sich ans Wasserloch zu begeben. Ha, dachte Warzenschwein, als er ihnen nachsah, niemand von ihnen hat so ein schönes Haus wie ich. Nun ja, eines Tages, als er wieder einmal einen Blick aus seinem schönen, großen Eingang warf, musste er mit Erschrecken feststellen, dass sich ein gewaltiger Löwe, ein wirklich gewaltiger Löwe, anschlich und sich direkt auf seine Höhle zubewegte. Seine Gedanken überschlugen sich und in Windeseile überlegte er, was zu tun sei. Fliehen, klar, aber wohin? Selbst wenn er sich in den hintersten Winkel seiner Höhle verkroch, der Eingang war so groß, dass Löwe ohne Probleme eintreten konnte. Hilfe, dachte Warzenschwein, jetzt wird Löwe mich in meinem eigenen Haus fressen, was mache ich denn bloß? Da fiel ihm ein alter Trick ein, mit dem Schakal so gerne prahlte. Warum nicht, dachte Warzenschwein, versuchen kann ich es ja mal. Und so stemmte er seinen Rücken in die Höhe, nahm noch seine mächtigen Hauer zu Hilfe und tat so, als würde er das Dach seiner Höhle abstützen. »Hilfe!« schrie er dem Löwen zu. »Das Dach stürzt jeden Moment ein und droht mich darunter zu zerquetschen. Flieh, lauf davon, großmächtiger Löwe, bevor du am Ende noch mit mir gemeinsam sterben musst.« Netter Versuch. Doch ganz ehrlich, Löwe war ja nicht blöd. Er erkannte Schakals alten Trick sofort. Und er war nicht gewillt, ein zweites Mal darauf hereinzufallen. Das hatte er alles schon hinter sich. Und so brüllte er so laut und heftig, dass Warzenschwein ohne nachzudenken zitternd auf die Knie fiel und schluchzend um Gnade bat. Ja, zum Glück war Löwe nicht allzu hungrig. Hatte bisher auch einen guten Tag gehabt, sodass er Warzenschwein großzügig verzieh. Doch eines konnte er sich nicht verkneifen. Und so knurrte er, »Aber, Warzenschwein, du bleibst auf deinen Knien, du dummer Kerl!« Und dabei musste Löwe heimlich schmunzeln und schüttelte dann sein gewaltiges Haupt, als er davonging. Unglaublich! Da versuchte das sonst so begriffsstutzige Warzenschwein doch einfach Schakals alten Trick. Tja, Sachen gibt's! Warzenschwein allerdings nahm sich die Worte seines Königs sehr zu Herzen. Und daher sieht man ihn bis heute beim Fressen in einer eher unwürdigen Haltung, mit dem Hintern in der Luft, auf den Knien, mit der Schnauze im Staub wühlend. Wenn ihr mal ein Warzenschwein seht, dann achtet doch bitte mal drauf und erzählt mir, ob die Geschichte auch wirklich so stimmt. Ich freue mich auf eure Antworten. Schreibt sie mir an kinderkanal@alexandraerzählt.de. Bis bald! Kampmeyers Kinderkanal.